So, da bin ich wieder. Wir sprechen mit André. Eigenartigerweise sind Schilder auch unter Waffen gelistet. Manche Spiele würden das ganz anders handhaben. Ich bräuchte noch vier weitere Splitter, um es auf plus 5 zu bringen. Ich habe aber noch genug Seelen, das heißt, ich denke, ich werde sie mir kaufen. Man kann 800 Seelen für einen Splitter. Ja, 800 Seelen für einen Splitter kann man eintauschen. Das reicht auch, glaube ich, noch, um noch ein bisschen aufzusteigen. Ein oder zweimal. Bis jetzt habe ich leider keine Beweglichkeitswaffe gefunden, die mir passt. Ja, manche NPCs wundern sich, wenn man ohne Tschüss zu sagen einfach geht. Ja, einmal aufsteigen geht. So, das packt man dann auch noch. Einmal in Vitalität. Wenn man Vitalität generell skillen möchte, dann bringt das einem rein gar nichts, nur ein oder zwei Punkte zu skillen. Wenn man zum Beispiel einen Boss hat, der mit zwei Angriffen ganz genau einem seine eigene maximale HP abzieht, dann gibt ein Punkt Vitalität sozusagen, wenn man den danach nochmal dazu skillt, nur einen einzigen Schlag, den man noch weiter aushält. Und dann hat man für eine ganze Weile auch nur noch drei Schläge, die man au aushält, wenn man eine Weile noch weiter skillt. Bis man einen gewissen Punkt erreicht und dann hat man vier Schläge, die man aushalten kann. Und ja, das sind dann doch relativ viele Punkte, die man investieren muss. Und ja, sehr viele Leute skillen überhaupt nicht Vitalität. Oder nur ein ganz klein wenig, sodass bestimmte Bosse vielleicht mit einer kleinen Fehlerquote noch überleben, aber ansonsten bleibt die Vitalität gering. Vitalität lohnt sich auch im PvP wesentlich mehr als im PvE, wenn man bereits sich ein bisschen mit dem Spiel auseinandergesetzt hat, beziehungsweise die Kontrolle über seinen Charakter gemeistert hat und so weiter. Ich glaube, ich habe auch schon mal davon geredet, dass die meisten Spieler, die sozusagen Veteranen sind, die das Spiel praktisch gemeistert haben, dass die Charaktere machen mit leichter Rüstung und wenig HP, weil die ganz genau wissen, wie sie spielen müssen, um nicht getroffen zu werden, beziehungsweise wesentlich weniger Schaden zu nehmen. Aber ich bin schon mal froh, dass ich hier das Schild und den Helm habe. Ich habe fast immer ein einziges Teil an, wenigstens, wo ein bisschen Balance drauf ist. Also das wäre dann ein schwererer Teil. Ah. Ja, war jetzt eine scheiß Situation, aber es geht ja. Wir haben noch 11 Minuten Zeit, um den Boss zu killen, bevor ich wieder einen Cut machen muss. Wenn wir also keinen Invader haben, wird das kein Problem sein. Ach, ein Zauberer. Ja, so wie der aussieht, wird er die Hilfe auch brauchen. So, ist hier der Ritter noch da? Nein, den hat er umgenutzt. Aber der Zauberer ist noch da. Das war irgendwie klar. Oh, wir haben noch einen zweiten Mitspieler. Diese Namen. Ah, ein Sunbro. Oder Sun Sis.
Ich glaube, ich kenne das Schwert. Ich glaube, das ist das Schwert von Astora. Und das ist ein Schwert, das mit Wille skaliert, beziehungsweise Wille benötigt, um benutzt zu werden. Ich hasse das, wenn die Leute einfach. Oh, ja, der Kerl hat die Balderritter gepult. Bin ich jetzt vorsichtig. Ich glaube, der kommt nämlich jetzt hoch. Ich gucke, ob hinter mir vielleicht ein Invader kommt. Weil manchmal werden die überhaupt nicht angesagt. Manchmal steht da ganz groß Invasion von Finstergeist so und so. Aber andere werden nicht angesagt. Dann hört man diese Sphärengeräusche, die kommen, wenn jemand beschworen wird. Aber sonst kommt überhaupt nichts. Oder zum Beispiel ein kleiner Lag kann die auch ankündigen, wenn man aufpasst. Ja, zum Glück kommt der wohl nicht hinterher. Und jemand anders hat den Boss gekillt und hat die Glocke geläutet. Habe ich was verpasst? Ich glaube, hier oben ist ein Ort, wo ein Invader spawnen kann. Bin ich mir selbst nicht sicher. So oft hatte ich das persönlich noch nicht. Ich habe es auch noch nie gemacht. Wie ich schon sagte, ich bin nicht gerade der PvP-Freund. Ach, da kommen sie. Was da ist, das zeige ich euch, wenn ich den Boss machen werde. Ich weiß nicht, ob ich mir jemanden beschwören werde. Aber ich habe nicht gerade die Waffen und so weiter, die ich mir wünsche. Ja, verbeugen und so weiter, das ist sozusagen Etikette im Spiel. Wenn man beschworen wird, am besten erstmal vor dem Host verbeugen, wenn Zeit dafür ist. Bei PvP, wenn ihr ehrenhaft spielen wollt, dann verbeugt euch auch erstmal. Es gibt Leute, die das nicht machen. Und wenn man das nicht macht, ist es meistens ein Zeichen dafür, dass sozusagen alles geht. Das heißt, man darf sich heilen und so weiter. Aber es ist so ein Ehrenbewusstsein. Muss man selbst für sich selbst wissen. Ach, ich hasse Stichwaffen. So. Wie man sehen konnte, habe ich den Schwanz überhaupt nicht treffen können. Und ich fange jetzt den anderen Gargoyle ab. Im PvE haben die Bosse ein eigenartiges Aggro-System. In erster Linie greifen die nämlich den an, der entweder am nächsten von ihnen steht oder wer sie als letztes getroffen hat. Naja, manchmal machen sie was man erwartet, manchmal nicht. Oh. Ich dachte, ich komme draußen wieder raus, wenn ich mich da hinstelle. Na egal. Ist ja nichts passiert. Und wieder sind meine ganzen Zauber, also mein Feuerball wieder voll aufgeladen. Ach, na endlich. Man kann auch ohne Lock-on
zielen. Das ist aber sehr, sehr schwer. Also ich habe das bis jetzt noch nicht so gut hinbekommen, wie manch einer im PvP das tut. Weil gerade im PvP, wenn die Leute nicht sich nicht vorhersehbar bewegen, dann ist es besser, selbst vorhersehbar zu spielen und eher nach Gefühl zu zielen. Das kann man nicht, wenn man direkt auf die Leute zielt. Also durch Lock und so. Die Runde ist vorbei. Ich denke, ich mache jetzt einfach den Boss. Ich denke, es bringt nicht viel, einfach weiter zu farmen und das auch noch zu filmen. Wenn ich weiterspiele und Schwierigkeiten habe und denke, ich sollte vielleicht ein bisschen leveln, dann werde ich das tun, off-cam. Aber so bringt einem das nichts. Ja, ich wünschte, ich hätte noch mehr von diesem Goldharz. Weil das werde ich nämlich benutzen, während wenn ich beim Boss bin. Weil, ja, ich denke einfach, dass ich so we zu wenig Schaden mache. Und weil ja, wenn der erste Gargoyle auf die Hälfte runtergekloppt ist, dann der zweite auch schon kommt, das kann ein bisschen haarig werden. Ah, habe ich eigentlich das Schild jetzt komplett aufgerüstet? Ich erinnere mich nicht. Gucken wir mal. So, um es nochmal aufzurüsten, braucht man große Scherben. Wir werden in einen Bereich kommen, wo man sie so finden kann. Nicht als Drop, sondern so als Item, was in der Gegend rumliegt. Aber auch Monster, die sowohl die großen Scherben als auch andere Scherben für Elementarwaffen droppen. Aber ganz selten nur. Oh, habe ich eine Soft-Gemity bekommen? Nee, sah so aus. Was ich gern mache, ist hier immer die hier rein zu lotsen und dann die Leichen sozusagen, wie sie gerade in der Todesanimation sind, als Schild zu benutzen, damit die Gegner da nicht durchspringen können, so wie jetzt. Naja, ist verträglich, der Schaden. Hier machen wir noch einen Gegner und sprechen mit einem NPC. Ich hoffe, mit dem habe ich noch nicht geredet. Tja, hat auch Heilen nicht geholfen. Nein, er ist noch da. Ja, den Geheimschlüssel haben wir gerade eben bei den, bei, nicht gerade eben, dem letzten gefunden. In dem kleinen Häuschen. Also wenn jemand so lacht, dann bedeutet das schon mal nichts Gutes. Ja, in der Tat gibt es nämlich eine Questreihe, die auch gestartet wird, wenn man ihn nicht befreit. Der wird nämlich, nachdem man die Gargoyles besiegt hat, am Feuerbandschrein auftauchen. Und ich glaube, wenn man die zweite Glocke geläutet hat, dann hat der die Feuerhüterin getötet, die da sitzt.
die halt dafür da ist, das Estus-Flakon zu verstärken. Und ist nach Anor Londor hinten unterwegs. Und dort kann man den dann seine Welt invaden, sozusagen, um PvP zu simulieren. Und bekommt die Seele von der zurück. Man kann sie dann für sich selbst benutzen. Oder man kann sie zurückgeben und dann die Questreihe fertig machen, sozusagen. Und dann hat die Feuerhüterin auch ihre Stimme zurück. Ich mache jetzt einen Cut. Und dann werde ich, denke ich, das Estus-Flakon verstärken. Ja, ich habe eine Seele. Bis dann.